Hallo und ganz herzlich willkommen zur Hessenschau am Mittwochabend. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und heute haben wir unter anderem diese Themen bei uns. Er macht Schluss. Finanzminister Michael Boddenberg will bei der künftigen Regierung nicht mehr dabei sein. Und ein Funkmast mitten auf dem Bolzplatz. Das verärgert Eltern und Kinder in Aslar-Oberlemp in Mittelhessen. Es ist der dritte und längste Streik der Gewerkschaft der Lokomotivführer in der aktuellen Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bahn. Seit heute Morgen 2 Uhr geht wenig bis nichts an den Bahnhöfen. 3 Tage lang soll das so weitergehen und damit will die GDL ihre Forderungen durchsetzen. Ein zentraler Streitpunkt ist die Wochenarbeitszeit der Schichtarbeiter. Die soll von 38 auf 35 Stunden reduziert werden, allerdings ohne Lohnkürzungen. Zusätzlich dazu fordert die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von mindestens 555 Euro pro Monat und eine einmalige Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro. Ja, die Bahn, die lehnt das bisher ab, also wird gestreikt und das Nachsehen haben die Reisenden. Wer heute eine Bahn kriegen wollte, musste sich oft beeilen, denn ein- und ausfahrende Züge waren eher selten. Heute Morgen am Frankfurter Hauptbahnhof. Bei eisigen Temperaturen sind vor allem Leute unterwegs, die von weit her kommen. Ich bin heute mit aus China gekommen und wusste überhaupt nichts. Und da musste ich improvisieren. Wir kommen wieder gerade zurück aus der Karibik, wollen jetzt brav zurück nach Erfurt. Ab heute Nachmittag müssen wir schon wieder in der Praxis stehen und fleißig arbeiten. Und wir haben Glück, dass scheinbar doch ein Zug fährt. Nach dem Notfallplan der Bahn sollen 20% der Züge im Fernverkehr fahren. Die Reisenden nehmen es gelassen. Die Wartezeiten sind länger, aber irgendwann kommt hier jeder an sein Ziel. Meine App, die ich regelmäßig überprüft habe, hat mir laufend Auskunft gegeben, wie es um diesen Ersatzverkehr steht. Und nach allem kann ich mich nicht mehr sagen, als dass ich ganz zuversichtlich bin. Für die Deutsche Bahn sind der Zeitpunkt und die Länge des Streiks nicht nachvollziehbar. Denn sie hatte flexiblere Arbeitszeiten, die Inflationsausgleichsprämie sowie eine Lohnerhöhung von 11% angeboten. Wir haben einen großen Schritt auf die Gewerkschaft zugemacht, dass wir das miteinander besprechen möchten. Wir möchten gerne darüber verhandeln. Aber das Angebot wurde bislang noch gar nicht verhandelt. Heute, an diesem Mittwoch, hätte unsere Verhandlung stattfinden können. So ein Angebot nehmen wir nicht zur Grundlage von weiteren Verhandlungen. Wir haben 2 gemacht, jeweils 2 Tage. Wir sind provoziert worden. Der Bahnarbeitgeber missachtet seine eigenen Beschäftigten. Und jetzt kann er sich anschauen, wie viele Tausend im Streik sind. Die treten nämlich nicht gegen die GDL an, sondern gegen ihn als Arbeitgeber. Und deshalb geht der Streik bis Freitagabend weiter und die Lokführer demonstrieren für ihre Forderung, so wie hier in Kassel-Wilhelmshöhe. Im Frankfurter Hauptbahnhof sind die kleinen Buden, die um diese Zeit eigentlich jede Menge Kaffee, Brötchen und sogar Haferbrei verkaufen, leer und die Verkäufer ziemlich ernüchtert. Für mich ist es wirklich sehr schlecht. Die letztes Mal auch, die haben einen Streik gemacht. Unser Umsatz ist 80% war weniger. Und jetzt die noch 3 Tage, durch 3 Tage, das ist wirklich große Katastrophe für uns. Also seit 6 Uhr bis jetzt, wir haben ganz wenige Kunden gehabt. 4 oder 5. Verständnis für die streikenden Lokführer? Habe ich Verständnis für. Ist nicht schön für den Rest, aber man muss ja auch mal ein bisschen an die anderen denken, nicht nur an sich selbst von daher. Die Forderungen, die jetzt erhoben werden, gehen meiner Ansicht nach über das, was volkswirtschaftlich verträglich ist, total hinaus. Ich finde jetzt schon, dass die GDL sich bewegen könnte. Die Bahn hat jetzt auch noch mal nachgebessert. Deswegen finde ich, wäre da Raum gewesen. Aber so bleibt den Reisenden nur, sich warm anzuziehen und zu rennen, wenn endlich eine Bahn kommt. Ja, warten und nehmen, wie es kommt, das mussten heute auch viele Menschen in Hessen, die nicht mit der Bahn fahren wollten. Denn auch die Landwirte haben weiter protestiert, wie schon die ganze Woche, und haben Straßen blockiert, so wie hier in Erbach im Odenwald. Allerdings machen da auch nicht alle mit, dazu kommen wir gleich. Schauen aber erstmal nach Kassel. Da sind mehr als 1700 Landwirte und Unterstützer zum Regierungspräsidium gefahren, um ihrem Frust Luft zu machen. Einer von ihnen ist Michael Ulrich aus Bad Wildungen und für ihn ging es heute ziemlich früh los. Na komm, vor. Vorwärts. Geh noch ein bisschen vor, komm.
6 Uhr. Gut 130 Milchkühe wollen gemolken werden, so wie jeden Morgen. Hier auf dem Hof von Michael Ulrich nahe Bad Wildung packt die ganze Familie seit Generationen mit an. Aktuell zusätzlich ein Mitarbeiter und ein Azubi. Ein Betrieb mittlerer Größe, dem es nach eigenen Angaben gut geht. Noch. Von der wirtschaftlichen Seite her war natürlich das letzte Jahr ein Ausnahmejahr. Das ist sehr gut gelaufen, weil der Milchpreis sehr hoch war. Jetzt kommt natürlich dann das nächste Jahr, wo der Milchpreis schon wieder 20 Cent nach unten gegangen ist. Und so hat man immer diese großen Schwankungen. Das heißt, eine gewisse Planungssicherheit gibt es gar nicht. Wir wissen jetzt noch nicht den Milchpreis für Januar. Und damit auch nicht, welchen Umsatz sie haben werden. Hinzu kommen höhere Preise für Futter, da Energie, Logistik und Transport teurer geworden sind. Die Ungewissheit über den Dieselzuschuss kommt da nur on top, sagt der 48-jährige Familienvater. Obendrein hagle es immer mehr Auflagen, neue Bestimmungen und eine Vielzahl von Verordnungen. Unterm Strich bleibt immer weniger Selbstbestimmung. Das sei seine Motivation, heute zusammen mit Kollegen 50 Kilometer zur Demo nach Kassel zu fahren. Die meisten von uns sind Meister oder Agrartechniker oder manche haben auch studiert. Und dass dann Leute kommen und uns eben sagen wollen, wie es geht, die keine Ahnung davon haben. Das ist das, was mich total aufregt. Bei allem Frust, der sich über viele Jahre angestaut habe und nun entlade, so sagt er, müsse man aber fair bleiben. Wir müssen auch sehen, dass wir nicht die normale Bevölkerung verärgern. Das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Die können ja auch nichts dafür, für unsere Misere. Das Ziel ist, Aufmerksamkeit zu erregen. Und wie wollen wir das sonst machen? Das ist einfach ein Mittel, was wir zur Verfügung haben. Das sind die großen Trecker und unsere Präsenz in den Städten. 11 Uhr mitten in Kassel. Mit knapp 800 Fahrzeugen legen 1700 Landwirte und Unterstützer den Verkehr kurzfristig lahm. Mit so vielen Mitstreitern hat Michael Ulrich nicht gerechnet. Ich habe die Hoffnung, dass wir durch solche Aktionen, die so friedlich und gut organisiert ablaufen, doch auch für Verständnis werben können noch. Die Ampelkoalition will einen Teil ihrer Kürzungspläne zurücknehmen. Mehr Entgegenkommen gibt es für Michael Ulrich und die anderen Landwirte bislang noch nicht. Während viele Bauern gerade auf der Straße unterwegs sind und lautstark gegen die Subventionskürzungen protestieren, gibt es auch welche, die auf ihrem Hof bleiben und die Proteste sogar boykottieren. Sie sind zwar auch dafür, dass sich etwas in der Landwirtschaftspolitik ändert, aber die Subventionskürzungen gehören ihrer Meinung nach nicht dazu. Und deshalb haben einige heute ganz normal gearbeitet, zum Beispiel auf dem Dottenfelder Hof in Bad Vilbel. Morgens 9:30 in Deutschland. Auch Biolandwirt Martin von Mackensen steigt auf seinen Traktor. Sein Ziel allerdings nicht die Straße, sondern seine Schweine und Kühe. Von den aktuellen Bauernprotesten hält er wenig. Für mich würde es darum gehen, wir müssten eigentlich demonstrieren für eine neue Agrarstruktur, für eine andere Art von Landwirtschaft, flächengebundene Viehhaltung zum Beispiel, da wäre ich sofort auf der Straße. Oder dass wir uns mit diesen Subventionen um eine neue Antriebstechnik kümmern, die Wasserstoffschlepper, da wäre ich sofort dabei. Aber die Gasölverbilligung ist keine Sache, die mich auf die Straße holt. Für ihn und seine Landmaschinen fällt die Agrardieselsubvention nicht ins Gewicht. Sein knapp 220 Hektar großer Hof ist zwar kein kleiner Betrieb, dafür aber die Produktionswege kurz, vom Stall bis zum Endverbraucher. Die Großbetriebe, die viele hundert Hektar bewirtschaften, die haben entsprechend eben auch große Fahrten, auch auf der Straße. Und für die ist die Gasölverbilligung eine entscheidende Sache. Und je kleiner, je arrondierter ein Betrieb ist, desto weniger spielt das eine Rolle. Je mehr man Verarbeitung auf demselben eigenen Betrieb macht, je mehr man verkauft, selber verkauft, desto weniger wird das bedeutsam in der Struktur des Betriebes. Die Streichung der Agrardieselsubvention ist aus seiner Sicht also für viele kleine und mittelständische Bauern unproblematisch. Die Kfz-Steuer dagegen sollte nur zahlen, wer auch öffentliche Straßen benutzt. Wer das wirklich braucht, wer große Landwirtschaft macht und viel auf öffentlichen Straßen sind, die großen Betriebe, sind die Lohnunternehmer. Und eigentlich ist es aus der Gesellschaft her schon sinnvoll, dass auch ein Beitrag von diesen großen Maschinen, die die Straßen mit benutzen, gegeben wird zur Erhaltung der Straßen. Kann ich gut verstehen, diesen Ansatz. Vielmehr müssten alle umdenken. Die Kleinbauern, die Großbetriebe und vor allem die wichtigsten aller Marktmacher, die Endkunden. Es hat keine Kultur bisher gegeben in der ganzen Menschheit, die so wenig ausgegeben hat für ihre Ernährung wie wir.
Und wenn wir da ein bisschen die Setzung ein bisschen verändern, eine Beziehung zu einem Hof entwickeln, wissen, wo unsere Nahrungsmittel herkommen, wissen, wie die produziert werden, dann ist das ein unheimlicher Wert, für den man dann auch schnell bereit ist, ein bisschen mehr auszugeben und woanders ein bisschen mehr einzusparen. Die gesamte Landwirtschaftspolitik müsste aus seiner Sicht also neu strukturiert werden. Dafür würde er auch mit seinem Traktor protestieren fahren. Für die aktuellen kleinen und nur kosmetischen Änderungen aber bleibt er mit seinem Trecker lieber auf dem Hof. Ja, und zu den Protesten der Landwirte und dem Streik bei der Bahn gibt es hier um 20.15 Uhr ein Hessenschau Extra. Im Zusammenhang mit den Bauernprotesten hat es heute einen tödlichen Unfall gegeben. Die Nachrichten mit Jennifer Siegler. Durch die Proteste der Landwirte hat es einen Stau auf der A66 gegeben. Am Stauende zwischen Flieden und Neuhof Süd ist dann ein LKW ungebremst ins Stauende gefahren und hat zwei Lastwagen ineinander geschoben. Der Fahrer des Unfalllasters ist dabei ums Leben gekommen. Noch ist völlig unklar, warum der LKW ungebremst auf das Stauende aufgefahren ist. Dort stand ein Laster, der mit mehreren tausend Litern Heizöl beladen war. Und das läuft nun aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen, die Ausbreitung des Öls einzudämmen. Die A66 ist in Fahrtrichtung Fulda komplett gesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Schlüchtern umgeleitet. In Gemünden im Vogelsbergkreis ist in der vergangenen Nacht ein 71-jähriger Mann tot aus einem brennenden Wohnhaus geborgen worden. Laut Feuerwehr war es zu mehreren Explosionen in dem Gebäude gekommen. Große Teile des Hauses stürzten noch während der Löscharbeiten ein. Das Wohnhaus befindet sich in der Nähe der A5, wodurch es dort wegen des starken Rauchs zu Sichtbehinderungen kam. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Weil der Mann offenbar nicht durch das Feuer starb, ermittelt jetzt die Kripo. Unser Grundwasser ist weiterhin mit Nitrat und per- und polyfluorierten Chemikalien belastet, allerdings weniger als in den vergangenen Jahren. Das teilte das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie heute mit. Damit zieht Hessen eine positive Bilanz der Grundwasserqualität. Nitrat als Bestandteil von Düngemittel ist demnach die Hauptbelastung im Grundwasser, aus dem auch das meiste unseres Trinkwassers stammt. Der Streit um den Standort des English Theater in Frankfurt ist geklärt. Das Theater sollte aus dem Keller des Galileo-Turms ausziehen, da die Commerzbank den Turm verkauft hatte und dieser jetzt saniert werden muss. Seit heute ist klar, das English Theater kann nach der Sanierung wieder in den Keller des Turms zurückkehren. Die Stadt wird die Spielstätte mieten und dem Theater bis mindestens 2030 untervermieten. Die Polizei in Bad Homburg war heute quasi auf Safari. Ein Notruf erreichte sie. Eine Bürgerin meldete ein Zebra, das frei durch die Felder in Obererlenbach streifte. Die Polizisten waren skeptisch, fanden aber tatsächlich im Feld das besagte Zebra, das sie mit Leckerlis wieder auf die Koppel seines Besitzers lockten. Von dort war es durch ein Loch im Zaun ausgebüxt. Ja, das waren die News heute mal mit tierischem Rausschmeißer. Ganz ernsthaft geht's jetzt weiter mit Politik bei Julia. Genau, und zwar mit Landespolitik. Nächste Woche wird Boris Rhein im Landtag als Ministerpräsident wiedergewählt. Dann ernennt er auch seine Ministerinnen und Minister. Wer das sein wird, das wissen wir noch nicht. Eins ist aber klar. Er, Finanzminister Michael Boddenberg von der CDU, wird nicht dabei sein. Er hat seinen Rückzug angekündigt und wird der Regierung nicht mehr angehören. Erleichtert sieht er aus, Michael Boddenberg heute am frühen Abend. Einen Ägyptenurlaub hat er hinter und ein Leben ohne Ministeramt vor sich. Im November schon hatte er Boris Rhein gesagt, er wolle dem nächsten schwarz-roten Kabinett nicht mehr angehören. Die Gründe. Ich war seinerzeit derjenige, der das Nachwuchsförderprogramm der Hessischen Union vor 20 Jahren begründet hat. Dass der dann auch, wenn er so Richtung Mitte 60 geht, ich glaube, jungen und weiteren Kolleginnen und Kollegen eine Chance geben muss. Es gibt ein relativ neues, komplett neues Kabinett mit wenigen Ausnahmen, die auch weiter an Bord sein werden. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Es war ein Start ins Amt, wie er ungewöhnlicher kaum sein kann. Corona erfasst Anfang 2020 das ganze Land. Da nimmt sich Finanzminister Thomas Schäfer das Leben. Es ist ein ganz trauriger Umstand, dass ich heute hier stehe und nachher vereidigt werden soll auf der einen Seite.
der anderen Seite gibt es aber so viel zu tun, dass wir alle wissen, dass wir jetzt handlungsfähig sein müssen. Boddenberg wird im Finanzministerium zum Krisenmanager, ganz ohne Einarbeitungszeit. Das Rüstzeug dafür holt sich der Metzgermeister in der Fleischerinnung in Frankfurt. Hier wirbt er für seine Branche 1998. Das ist der EG-Musterbetrieb, in dem wir den Verbrauchern, also damit Ihnen auch zeigen wollen, welche neuen Richtlinien gültig sind. Seit 1999 im Landtag organisiert Boddenberg die Wahlkämpfe für die CDU. Später wird er Minister für Bundesangelegenheiten, ist quasi der Hessen-Lobbyist in Berlin. Danach leitet er die CDU-Fraktion, gilt als Vertrauter von Ministerpräsident Bouffier und ist ein Strippenzieher zwischen der Union und den Grünen. Al-Wazir und Boddenberg, sie verstehen sich. In Boddenbergs Ministerbüro wird bald ausgeräumt. Sein Vorgänger ist hier immer noch präsent und für die Nachfolge hat er einen besonderen Hinweis. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin kann sich sehr auf tolle Kolleginnen und Kollegen, die in jeder Zeit bereit sind, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das haben wir bewiesen, gerade auch in diesen Krisenzeiten, bereit sind zu unterstützen und zur Seite zu stehen. Also die Seite ist eine gute Grundlage, um erfolgreich weiter dieses Haus zu führen. Boddenberg gilt als Mathematiker der Macht, aber er hat, und sein Büro lässt es erahnen, auch eine ganz andere Seite. Als Abgeordneter wird er künftig wohl ruhigere Töne im Landtag anschlagen. Herr Michael Boddenberg wird also der künftigen Regierung nicht mehr angehören. Fragen wir nach bei Ute Wellstein, der Leiterin unseres Landtagsstudios in Wiesbaden. Boddenberg ist nicht der Einzige. Unter anderem hat der Chef der Staatskanzlei, Axel Wintermeyer, vor Weihnachten angekündigt, dass er nicht mehr im Kabinett sein wird, um Platz für Jüngere zu machen. Ist das jetzt der große Umbruch in der CDU? Naja, beide, Boddenberg und Wintermeyer, haben ja gesagt, sie gehen aus freien Stücken, aus eigenem Entschluss. So wie ich sie kenne, hätten sie aber auch nicht Nein gesagt, wenn sie nochmal sehr herzlich gebeten worden wären, weiterzumachen. Aber das hat Boris Rhein offenbar nicht gemacht. Ich glaube, er ist im Grunde ganz froh, dass diejenigen, die für Schwarz-Grün stehen oder die für die Gefolgsleute von Volker Bouffier gehalten werden, für Langjährige, dass die jetzt freiwillig das Feld räumen. Boris Rhein verfolgt einen anderen Kurs, er macht Schwarz-Rot, er will das Grüne vergessen lassen und nach dem Motto neuer Kurs, neue Mannschaft stellt er sich jetzt ein neues Kabinett zusammen mit den Leuten, die er dafür richtig hält. Von dem Bouffier-Kabinett sind im Moment nur noch zwei überhaupt im Spiel, nämlich Kultusminister Alexander Lorz und Digitalministerin Christina Sinemus. Ich kann mir vorstellen, dass die dabei bleiben können, aber sicher ist das noch nicht. Das ist im Moment auch noch Spekulation. Wenn wir jetzt mal auf dieses nächste neue Kabinett schauen, weiß man denn schon, wer welchen Posten bekommen könnte? Das ist die heiß diskutierte Frage hier in Wiesbaden. Fast jeder, den man trifft, fragt, weißt du was, was glaubst du denn, wer Minister werden könnte oder wer nicht? Das weiß man noch nicht, weil es einfach noch nicht öffentlich ist. Aber ich kann ja mal ein bisschen mitspekulieren. Und ich glaube, relativ sicher kann man mit der Aussage sein, dass Roman Prusek wahrscheinlich Minister bleibt. Er wurde von Boris Rhein zum Justizminister gemacht und wird hier gehandelt für Justiz oder auch für das Innenressort. Und die Chefin der Frauenunion, Diana Stolz, eine Sozialpolitikerin, der werden auch gute Chancen eingeräumt, denn die CDU hat überraschenderweise einen Teil des Sozialministeriums für sich beansprucht, nämlich Pflege und Gesundheit, und das könnte maßgeschneidert für sie sein. Bei der SPD wiederum gilt es als ziemlich sicher, dass Kaveh Mansouri das Wirtschafts- und Energie- und Verkehrsministerium übernimmt. Das ist der kommende starke Mann der SPD. Der will auch Parteichef werden. Das gilt als relativ sicher, dass er da was abbekommt. Aber die zwei anderen Posten, da gibt es viele Anwärter, aber nur eben zwei Ministerposten, die der SPD noch zustehen. Da ist für mich die spannende Frage, werden die jetzt nach Parteilogik besetzt, also Nord-Süd, rechts-links, Frau-Mann? Oder danach, wer im Hinblick auf die nächste Landtagswahl vielleicht bei der Bevölkerung punkten könnte, ist für mich die spannende Frage, die wahrscheinlich Anfang nächster Woche beantwortet wird. Dann soll nämlich das Kabinett vorgestellt werden, wird auch Zeit, am Donnerstag ist nämlich die Wahl von Ministerpräsident und Regierung. Sagt Ute Wellstein, die Leiterin unseres Landtagsstudios in Wiesbaden. Dankeschön. Ja, bitte. Es gibt immer wieder Baumaßnahmen, bei denen man denkt, das gibt's doch gar nicht. Das denken sich gerade auch viele Bewohner in Oberlemp, einem Stadtteil von Aßler im Lahn-Dill-Kreis. Da wird gerade etwas gebaut, worüber vor allem Eltern und Kinder ziemlich verärgert sind. Und die fragen sich, wo sollen wir jetzt spielen?
Ich würde da gern wieder spielen und die neue Schaukel wieder zurückhaben. Der Spielplatz war für die Kinder ein schöner Ort. So wie der Bolzplatz war, wird er auf jeden Fall nicht mehr. Als hätte einer überhaupt nicht nachgedacht. Der Spielplatz von Aslar Oberlem. Zuerst dachten die Eltern, hier wird ein neues Spielgerät gebaut. Dann wurde klar, hier entsteht ein Mobilfunkmast mitten auf dem Bolzplatz. Viele der Eltern haben hier selbst schon gespielt und sind entsetzt. Es ist mitten auf dem Spielplatz. Der Spielplatz ist so nicht mehr nutzbar. Und er wird es auch nicht mehr so sein. Es gibt hier so viel Land um den Ort und man wäre 30 Meter weiter nach neben gegangen. Das hätte ich verstanden, hätte auch jeder verstanden. Aber dass man das Ding mitten auf den Spielplatz, auf den Bolzplatz knallt. Der jetzt so schmählich behandelte Bolzplatz ist übrigens Teil des Sommermärchens. Er wurde während der WM 2006 eröffnet, gesponsert vom DFB und einer großen Brauerei. Bolzplätze für Deutschland. Auch hier sollten deutsche Fußballhoffnungen heranwachsen können. Ich finde es erschreckend. Also ich weiß nicht, was man für eine Botschaft unseren Kindern vermittelt. Geht nach Hause Online-Spiele spielen, anstatt euch draußen zu treffen und Fußball zu spielen. Es wirkt wie ein Schildbürgerstreich. Der Blick von oben zeigt, wie viel Platz der Mast mit Umzäunung einnimmt. Aber der Funkmast im Strafraum war nicht zu vermeiden, sagt der Bürgermeister. Das ist etwas, was uns auch nochmal dieser Mobilfunkbetreiber mitgeteilt hat, dass auch andere Alternativstandorte ausgesucht wurden oder ausgemessen wurden. Dabei handelt es sich jedoch um Vogelschutzgebiete oder FFH, also Flora, Fauna, Habitatgebiete, also Naturschutzbelange. Und da war dieser Platz da unten tatsächlich der, der da am besten in Frage kam. 15 Meter weiter ist kein Schutzgebiet. Im Nachbarort sehen wir, wie so ein fertiger Funkmast aussieht. Ja, das scheint nicht wirklich Bolzplatz geeignet zu sein. Wenn die Bälle darüber fliegen, die kann man gar nicht mehr holen. Die sind da fast für immer weg. Ich finde das doof, dass der jetzt da steht. Die Oberlemper haben noch Hoffnung, dass der Mast vielleicht doch noch versetzt wird. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Ausgehen, feiern, Freunde treffen und vielleicht ja auch mal die Nacht durchmachen. Das sind Dinge, die man als Jugendlicher gerne mal macht. Doch bei den Jugendlichen, die im Sportinternat in Frankfurt leben, ist das kaum möglich. Die Regeln dort sind streng. Sie trainieren täglich hart für ihren Erfolg, träumen von der ganz großen Profisportlerkarriere. Teil 3 unserer Wochenserie. Hey, Maji, geht's dir, Bro? Alles bestens. Also wenn du 3 Abmahnungen hast, fliegst du halt vom Internat. Wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann muss man leider auch mit sowas rechnen. Freitagabend. In seinem Internatszimmer macht sich Leichtathlet Okay Charles fertig. So, ihr wisst, noch Bett richten. Mama guckt zu, ne? Deswegen muss schön. So. Der 19-Jährige will mit seinen Freunden raus. Als Internatsbewohner muss Okay vor allem eine Regel beachten: pünktlich um 24 Uhr zurück sein. Und die Betreuer kontrollieren das. Wenn man zum Beispiel länger unterwegs war, da hatten die so einen Zettel ins Zimmer gelegt. Da stand dann halt ein Wort drauf. Und da musste man, wenn man zurück ist, denen dieses Wort schicken. Ja, damit die genau kontrolliert haben, dass man auch wirklich zurück ist, damit man die nicht dribbelt oder so. Schummeln? Möglich. Hat Okay aber nie gemacht, sagt er. Schwer, weil ich habe immer mein Zimmer abgeschlossen. So. Deswegen, ich konnte jetzt nicht zu meinem Nachbarn sagen, ey Bro, guck mal in mein Zimmer, so, was steht da? Auf Zettel drauf, weiß ich meine Segen. Ja. Generell gilt, gegen die Vorschriften verstoßen ist keine gute Idee. Ja, ein guter Kollege von mir, der war Volleyballer, der musste leider gehen. Der hatte 3 Abmahnungen. Ja, es war halt blöd. Und noch ein anderer,
der musste auch gehen, weil er 3 Abmahnungen hatte. Aber also, wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann muss man leider auch mit sowas rechnen. Okay selbst hat keine Abmahnung. Generell haben im Internat nur wenige Probleme mit den Regeln. Die Nacht durchmachen, Alkohol trinken, rauchen ist für ambitionierte Nachwuchssportler eh tabu. Sieht auch Ruderin Marie Gelbert so. Aber eine Regel nervt dann doch, dass unter der Woche der Freund nicht übernachten darf. Wenn man jetzt natürlich irgendwie den Tag danach kein Training hat und auch nichts für die Schule machen muss, dann wäre es natürlich schon schön, wenn man dann auch hier jemanden übernachten lassen dürfte. Aber das kommt jetzt meistens nicht so häufig vor, deswegen ist es eigentlich okay. Okay macht sich währenddessen auf den Weg. Obwohl er 19 Jahre alt ist, muss er sich bei den Betreuern abmelden, bevor er das Internat verlässt. Er trifft seine Freunde vor einem afrikanischen Restaurant. Bruder, da sind noch Kochbananen drin und Zwiebeln, halt noch Gemüse ist noch dabei. Die Jungs kennen sich aus der Schule. Okays Freunde gehen aber nicht aufs Sportinternat. Bruder, wie läuft's bei dir? Ja? Ey, Bro, was erzählt der mit dir? Das war immer schon ein bisschen schwierig bei ihm. Immer viel Training gehabt, auch viele Trainingslager hatte er. Und, ja. Die Internatsregeln machen die Freizeitgestaltung für die Jugendlichen am Internat manchmal schwierig. Aber die jungen Athleten wie Okay nehmen sie gerne an für den Erfolg im Sport. Ich muss sagen, auch wenn ich so schon so Entertainer bin und man von mir denkt, dass ich viel Quatsch mache, ich spiele Scheiße war und so, ich habe mir schon nicht so viel zu, wie nennt man das? Also ich habe noch nicht so viel Scheiße gebaut, weil ich habe bis seit Schäbung noch keine Abmahnung oder so. Auf jeden Fall. Deswegen hatte ich mit den Regeln hier jetzt, würde ich sagen, nicht so viele Probleme gehabt. Völlig klar also, dass es zum afrikanischen Essen an diesem Abend auch nur Wasser zu trinken gibt. Und Okay sich überpünktlich um 22 Uhr verabschiedet. Ja, wir verabschieden uns auch nach der Tagesschau. Meldet sich Claudia Schick mit dem Hessenschau Extra Hessen im Protestmodus. Und um 22.40 Uhr gibt es dann nochmal die späte Hessenschau. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. So.